Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Ja, letztes Mal haben wir dieses etwas technische Kapitel 4 abgeschlossen, wo es ja im Wesentlichen um die Dirac-Folgenfaltung ging. Da haben wir zuletzt gesehen, dass wir zwar in L1 kein 1-Element haben bezüglich der Faltung, aber dass wir das durch eine Dirac-Folge ersetzen können, in dem Sinne, dass wir gleichmäßige Konvergenz auf präkompakten Teilmengen von LP erreichen. Das ist zugegebenermaßen ein sehr abstrakter theoretischer Satz. Da kann man nicht viel mit anfangen, aber ich finde ihn wichtig, dass man weiß, wofür man die Dirac-Folge da prinzipiell macht, in welchem Kontext das wichtig wird, weil Banach-Algebren sind ja ein großes Thema. Jetzt wird es konkreter. Kapitel 5 ist überschrieben mit dem Weierstrassschen Approximationssatz. Und im Wesentlichen geht es erstmal darum, wie kann ich zwei pi-periodische Funktionen approximieren. Und wir haben im Prinzip schon einen Approximationssatz kennengelernt, nämlich den Satz von Fourier. Der sagt nämlich, wir können stetige 2-pi-periodische Funktionen gleichmäßig durch trigonometrische Polynome approximieren. Das heißt, aus Polynomen, die halt die Form haben, irgendwie e hoch ikt für irgendeine ganze Zahl k und dann Linearkombinationen daraus. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das erweitern zu, wir wollen uns irgendeine stetige Funktion nehmen auf irgendeinem Intervall AB. Und dann wollen wir uns überlegen, für beliebige stetige Funktionen darauf und für beliebige Genauigkeit Epsilon können wir ein Polynom konstruieren, sodass die Supremumsnorm der Differenz f-Polynom kleiner gleich wird als diese vorgegebene Genauigkeit. Und der Witz ist, der Beweis ist so universell, dass wir den sogar für komplexwertige Polynome ziehen können. Und der ist sogar dann nicht wesentlich schwieriger oder irgendwas. Wenn wir den dann hinterher wieder auf reelle einschränken wollen, dann nehmen wir einfach nur das Realteil des Polynoms. Das ist der ganze Trick. Und wir fangen jetzt mal an, indem wir den Satz hinschreiben. Und dann werden wir wahrscheinlich diese Folge als einen Beweis machen, weil ich finde den Beweis wieder schön, wenn der zusammenbleibt. Und zwar ist das Theorem 5.1 der Weierstrassche Approximationssatz, den wir im Folgenden immer mit WAS abkürzen. Der kommt noch ein paar Mal vor. Also, was sind unsere Voraussetzungen? Wir nehmen uns ein Intervall i, AB, kompakt, also abgeschlossen beschränkt. F nehmen wir stetig auf i mit Werten in c und wir nehmen uns ein Epsilon größer 0. Dann ist die Aussage dieses Satzes, es gibt ein Polynom p aus dem Polynomring über c, sodass die Supremumsnorm f minus p, was nichts anderes ist als das Supremum t aus i, Betrag f von t minus p von t, dass das kleiner ist als Epsilon. Oder kleiner gleich als Epsilon. Das ist letzten Endes wieder egal. Ne? Gut. So. Was passiert jetzt? Im Beweis zunächst mal diskutieren wir dieses allgemeine Intervall weg. Und transformieren erstmal das Intervall AB so, dass wir es irgendwie in minus Pi bis Pi zurückstauchen. Ne? Muss nicht genau auf minus Pi bis Pi skaliert werden, aber zumindest in dieses Intervall, weil da können wir dann den Satz von Fourier anwenden. Wenn wir das gemacht haben, dann holen wir uns mit dem Satz von Fourier approximierende Funktionen, die halt sozusagen dieses f von t durch Linearkombinationen von trigonometrischen Polynomen approximieren. Und dann ziehen wir uns aus der konvergenten Potenzreihe der Exponentialfunktion geeignete Darstellungen für beziehungsweise geeignete Polynome, die halt dann genau diese Eigenschaft erfüllen, die wir hier beweisen wollen. Das sind so die drei Steps. Erstens, sich auf einen Intervall in minus Pi Pi einschränken. Zweitens, sich mit dem Fourier trigonometrische Polynome bauen. Und drittens, sich über die Exponentialfunktionsreihe Polynome bauen. Und der Rest, der ist jetzt halt einfach ja, die Technik, ne, dass man das jetzt einfach durchzieht. Also erstens,
Ich schreibe mal durch eine geeignete lineare Transformation. Was meint das? Naja, wir skalieren das. Wir strecken, beziehungsweise wir skalieren es runter auf eine Länge, die dann in minus pi pi ist und verschieben es im Zweifel halt nochmal. Ne? Also eigentlich eine affine lineare Transformation, aber ne, die Hintereinanderausführung dieser beiden ist dann halt wieder als geometrisch interpretierte Trafo, ist die dann halt wieder linear. Genau, durch eine geeignete lineare Transformation. Können wir ohne Einschränkung i Teilmenge minus pi bis pi annehmen. Wie gesagt, ansonsten skalieren wir und verschieben wir. Und dann setzen wir f so fort, dass es stetig ist auf minus pi bis pi. Also dann setzen wir f zu einer stetigen Funktion in C2 Pi fort, die wir dann aber wieder mit f bezeichnen, damit es nicht zu unübersichtlich ist. Die wir wieder mit f bezeichnen. So, was heißt das jetzt konkret? Wir haben hier irgendwo unsere Funktion. Wir haben hier meinetwegen minus Pi. Wir haben hier Pi. So. Wir haben irgendwo meinetwegen hier hinten so eine Funktion gehabt. Die haben wir jetzt durch Skalierung hier in so ein Intervall A-Hut, B-Hut gebracht. Und dazwischen turnt die jetzt irgendwie lustig rum. So. So ungefähr so. Und ja, kein Knick, ne? Ist halt schon was Glattes hier. Und jetzt setzen wir die so fort, dass die stetig wird. Das heißt, wir flanschen zum Beispiel hier hinten wieder geraden Teile an. Dadurch wird es eine stetige Funktion in C2 Pi. Muss hier jetzt nicht mehr differenzierbar sein. Aber so sieht dann halt dieses f aus. Naja, machen wir es mal wirklich nochmal ganz explizit. Dann geht die hier genauso wie f selber durch. Das ist dann die Fortsetzung. Und hier hinten geht die dann eben linear runter. Das heißt, das hier wäre f. Und das hier wäre Fortsetzung von f. Die wir dann aber wieder f nennen, damit wir uns nicht ständig Gedanken machen müssen, welchen Buchstaben wir brauchen. Das ist die lineare Transformation. Jetzt müssen wir uns die trigonometrischen Polynome bauen. Jetzt haben wir aber die schöne Situation, jetzt haben wir ja eine C2-Pi-Funktion. Das heißt, da dürfen wir jetzt das Theorem von Fourier draufballern. Also Fourier 3,1 impliziert. So, was sagt uns das jetzt? Es gibt ein M aus N. Zahlen CK aus C für minus m kleiner gleich k kleiner gleich m, sodass das Supremum T aus I Betrag f von T minus Summe k gleich minus m bis m, was ja die abgebrochene Fourier-Entwicklung ist, CK E hoch IKT, dass das kleiner gleich ist als Epsilon halbe. Das nennen wir Sternchen 1. So, die jetzt haben, dann entwickeln wir jetzt dieses E hoch IKT hier in eine Potenzreihe. Denn wir wissen ja aus der Analysis, dass E hoch IKT nichts anderes ist als die Summe L gleich 0 bis unendlich IKT hoch L durch L Fakultät. Ne, das ist diese ganz normale Reihenentwicklung. E hoch x ist Summe x hoch k durch k Fakultät. Nur das ist jetzt hier halt L und unser x ist IKT. So, das Ding ist gleichmäßig konvergent. Und also gleichmäßig auf i. Eigentlich sogar auf r bzw. auf c, aber wir sind jetzt ja nur an Funktionen in i. auf i interessiert, Entschuldigung. Upsi.
Und die gleichmäßige Konvergenz sagt jetzt, es gibt irgendeinen Index, an dem das Ding hier, das CKEOIKT, minus der abgebrochenen Potenzreihe, dass das kleiner wird als Epsilon. Also wir versuchen das hier zu approximieren durch die Potenzreihe. Die konvergiert gleichmäßig, das heißt, ab irgendeinem Index ist die nah genug dran. Ja, also aufgrund der gleichmäßigen Konvergenz gibt es einen Index n abhängig von k. Ne, das k ist ja hier sozusagen der Laufindex für die CKE hoch IKT. Und zwar mit Betrag CK. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen trennen. Das E hoch IKT. Und davon ziehen wir ab die Entwicklung der Reihe. Und zwar in I hoch IKT hoch L. L Fakultät. Jetzt habe ich hier schon einen Fehler eingebaut. Die Reihe wird eingeschränkt bis zu dem NK. So, und das ist dann im Supremum T aus I kleiner gleich als Epsilon durch 2 mal 2m plus 1. Warum, werden wir gleich sehen. Es ist so gebaut, dass es hinterher auf das Epsilon aufgeht. Das Sternchen 2. Also nochmal, was machen wir hier? Wir gucken uns diesen Teil hier hinten an. CKE hoch IKT. Und approximieren das E hoch IKT durch die Potenzreihe hier. Nur brechen wir die halt ab an dem NK aus N. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Also diese Potenzreihe konvergiert gleichmäßig gegen E hoch IKT. Das heißt, ab einem gewissen Index wird dieses E hoch IKT durch diese Summe hier bis auf Epsilon approximiert. In dem Fall sogar bis auf Epsilon durch ein bisschen. Gut, das sind die Voraussetzungen. Jetzt müssen wir uns, also das sind die trigonometrischen Polynome im Übrigen hier, die wir uns gebaut haben. Ne, diese CKE hoch IKT. Jetzt müssen wir uns das Polynom bauen, weil wir sind ja an einem Polynom in P von C interessiert und das müssen wir jetzt irgendwie hinschreiben. Und das setzen wir jetzt aber relativ natürlich. Denn was wir im Wesentlichen machen ist, wir, ja, wie sage ich das? Wir setzen eigentlich nur mit dem Dingen hier an. Nur wir ersetzen das E hoch IKT durch die Approximation. Das ist so die Idee. Weil dadurch entsteht natürlich ein Polynom. Also wir setzen P von T gleich. So, was würden wir gerne hinschreiben? Wir würden gerne hinschreiben, Summe k gleich minus m bis m, ck mal das trigonometrische Polynom, weil dann wären wir ja fertig, weil dann wüssten wir ja, das ist kleiner gleich Epsilon. Das heißt, wir können mal anfangen, Summe k gleich minus m bis m, das ist ja auch weiterhin in Ordnung. Die CK sind auch vollkommen tutti, nur wir müssen halt das E hoch IKT ersetzen durch die Approximation. Das heißt, durch Summe L gleich 0 bis zu dem NK IKT hoch L durch L Fakultät. Das ist jetzt ein ziemlich kompliziert aufgeschriebenes, aber letzten Endes doch nichts anderes als ein Polynom. Wir haben hier gewisse Koeffizienten, wir haben hier gewisse Potenzen. So. Jetzt setzen wir noch zur Abkürzung fest, dass diese Summe, die wir eigentlich dahin schreiben wollen, nämlich k gleich minus m bis m c k e hoch IKT, dass wir das nicht immer schreiben müssen, nennen wir em, wegen Exponential. Das ist ck, Summe, k gleich minus m bis m ck mal e hoch IKT. So, wenn wir jetzt zeigen können, oder was wollen wir jetzt zeigen? Wir wollen uns angucken, die Norm von f minus p bezüglich dieser Supremumsnorm auf i. Und wenn wir das dann kleiner als Epsilon drücken können, dann sind wir fertig. Und das ist jetzt einfach nur dann Anwenden der Definition, die wir uns da oben gebaut haben. Also, wir fangen mal an. Ist tatsächlich nicht ganz so schlimm, es ist halt nur ein bisschen tricky auf den ersten Blick zu so einzuordnen. Was ist das erstmal nach Definition? Das ist das Supremum t aus i, Betrag f von t. Minus p von t. Ne, mehr ist es nicht. P von t hat aber eine konkrete Darstellung. Jetzt machen wir hier eine geschickte Nulladdition. Wir packen hier zwischen das em und machen eine Dreiecksungleichung.
Dann ist das also kleiner gleich. Das Supremum dürfen wir dann auseinanderziehen. Das ist auch ein kleiner gleich. Das heißt, wir landen bei Betrag f von t minus em plus das Supremum t aus i Betrag em minus p von t. Also wir ergänzen hier einmal minus em plus em, ziehen es mit der Dreieckung gleich auseinander und ziehen die Supreme auseinander, was auch wieder in einem kleiner gleich resultiert. So, f von t minus em, was ist das? Das ist f von t minus Summe ck e hoch ikt. Das ist das hier oben. Das ist also nach Sternchen 1 kleiner gleich als Epsilon und halbe. So, und hier hinten, da bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als die Definition von dem p von t einzusetzen. Das heißt, das hier ist kleiner gleich Epsilon halbe plus, und jetzt kommt hier hinten Supremum t aus i. So, wir setzen die Definition fürs EM ein. Wir setzen die Definition fürs p von t ein. Und wir sehen, wir können die Summen zusammenziehen und CK ausklammern. Das heißt, hier bleibt stehen, Summe K gleich minus M bis M, CK mal. So, dann bleibt hier vorne ein E hoch IKT stehen. Und hier hinten bleibt stehen, minus Summe L gleich 0, NK, IKT hoch L. Durch L-Fakultät. So, kurz gucken, ob ich noch auf der richtigen Spur bin. Jo. So, hier hinten dürfen wir jetzt mit der Dreiecksumgleichung den Betrag nach innen ziehen. Und dann dürfen wir Supremum und Summe vertauschen, weil das eine endliche Summe ist. Ne? Also Dreiecksumgleichung plus Summation. Und Supremum vertauschen. Dann landen wir bei Epsilon halbe plus Summe k gleich minus m bis m. Supremum t aus i. Betrag ck mal Betrag e hoch ikt minus l gleich 0 bis nk ikt hoch l durch l Fakultät. So. Und dieses Supremum hier hinten, das kennen wir. Denn das ist das, was wir hier vorher konstruiert haben mit der gleichmäßigen Konvergenz. Das ist genau diese Setzung. Und da wissen wir, das ist kleiner gleich als dieses Epsilon durch 2 mal 2m plus 1. Und jetzt wird hoffentlich auch klarer, warum wir das so gesetzt haben. Also das ist kleiner gleich als Epsilon durch 2 mal 2m plus 1 nach Sternchen 2. Das heißt, das ist insgesamt kleiner gleich als Epsilon halbe plus Summe k gleich minus m bis m Epsilon durch 2 mal 2m plus 1. So, wie viele Summanden haben wir? Von 0 bis m sind es m plus 1 und von minus m bis minus 1 sind es m. Das heißt, wir haben 2m plus 1 Summanden. Das ist also Epsilon halbe plus 2m plus 1. Mal Epsilon durch 2 mal 2m plus 1. Und das ist gerade Epsilon. Das heißt, wir haben oben das Ding so gewählt, damit hier hinten Epsilon rauskommt. Das ist vollkommen egal. Das wäre natürlich genauso richtig, wenn hier irgendwas mit m stehen bleibt. Und damit ist die Behauptung bewiesen, weil wir haben angefangen mit Norm f minus p in dieser i-Norm und haben geendet mit kleiner gleich als Epsilon. Das ist genau das, was wir zeigen wollen. Jetzt möchte ich eben kurz noch die nachfolgende Bemerkung einschieben, weil das ist echt ein bisschen dämlich, sonst damit bis zum nächsten Mal zu warten und dann damit einzusteigen. Wenn wir jetzt das Ganze einschränken wollen auf reelle Polynome, also wenn wir f in C von i haben, aber mit Werten in R. Was machen wir dann? Dann können wir p aus dem Polynomring von R wählen.
indem wir obiges P durch den Realteil ersetzen. Ja, das heißt, dann geht die gleiche Rechnung durch, nur wir konstruieren hier, also wir setzen hier statt P von T so, setzen wir P Schlange von T gleich den Realteil P von T. Das wäre dann quasi die Konstruktion für f in c von ir. Da passiert dann nichts anderes. Macht hier die Rechnung übrigens nicht anders. Ne? Also da muss man halt nur ein paar Realteile verbessern, beziehungsweise dahin schreiben. Das passiert aber absolut nichts Dramatisches. Gut. Damit haben wir den Weierstrasschen Approximationssatz. Ne? Und nächstes Mal gucken wir dann, wie wir das interpretieren können im Rahmen unserer Approximation, weil wir wollen ja irgendwas approximieren in diesem Kurs immer noch. Und dann wollen wir uns noch mit einem anderen Aspekt beschäftigen, nämlich mit sogenannten Testfunktionen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel direkt damit zu tun haben, aber die nochmal diesen Weierstrasschen Approximationssatz in nettes Licht rücken. Und da kann man halt nochmal viel allgemeine Theorie wieder mitmachen. Und insbesondere so eine Vorbereitung auf so ein bisschen Distributionssachen, dass man dann hinterher nicht ganz bei Null anfängt. Aber ich sag mal, das ist so der Kernsatz dieses Kapitels gewesen. Wir haben halt Polynome oder wir können jede stetige Funktion beliebig genau durch Polynome approximieren. Das ist die Kernaussage. Ich glaube, wenn man die mitnimmt, dann ist man erstmal ganz gut dabei. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.